Hallo mein Lieben, Steffi hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video sprechen wir darüber, was denn zu tun ist, wenn du deinen bindungsängstlichen Herzensmensch zurückgewinnen willst. Wenn das genau die Frage ist, die du dir gerade stellst, dann bleib bitte bis zum Ende dran. Für alle von euch, die neu sind auf diesem Kanal, hallo, mein Name ist Steffi Kessler. Ich bin Beziehungscoach und Experte auf dem Gebiet der Bindungsangst. Und dabei helfe ich erfolgsorientierten Machern dabei, ihren bindungsängstlichen Partner zurückzugewinnen und das wohlverdiente gute Leben gemeinsam zu genießen. Steffi, wie genau gewinne ich meinen bindungsängstlichen Herzensmensch eigentlich zurück? Die Frage kriege ich ganz, ganz häufig von euch gestellt. Und zugleich ist es für mich die eigentliche Aufgabe im Coaching, euch nämlich bei dieser Reise zu unterstützen. Wie bekommen wir den bindungsängstlichen Herzensmenschen zurück? Das steht und fällt an allererster Stelle mit einer Entscheidung. Und zwar mit der Entscheidung, ob wir bereit sind, an dieser Beziehung zu arbeiten, ob der Mensch uns im Herzen so sehr berührt hat, als dass wir bereit sind, die extra Meile zu gehen, sage ich mal, um eben diesen Menschen nicht zu verlieren. Wenn du die Frage nicht klar beantworten kannst, wenn du da schon unsicher bist, wenn du da schon nicht so ganz genau weißt und denkst, keine Ahnung, dann gehörst du schon erstmal von vornherein nicht zu den erfolgsorientierten Machern, mit denen ich im Coaching arbeite. Dann gibt es auf der anderen Seite aber die Menschen, die sich sagen, ich möchte das. Ich will wissen, wie das geht. Ich möchte mit diesen Menschen weiterkommen. Ich möchte in die Beziehung kommen. An der Stelle geht es wirklich darum, dass du Klarheit für dich darüber findest. Wie geht es jetzt für dich darum, alles zu geben? Oder bist du da unsicher, weiß nicht genau, keine Ahnung. Wenn du zu diesen unsicheren Kandidaten gehörst, dann frag doch mal das Universum, ob es sich lohnt für dich, um diese Beziehung zu kämpfen. Bitte um ein Zeichen. Dein Zeichen kann eine Eule sein, dein Zeichen kann ein Pferd sein, dein Zeichen kann ein Eichhörnchen sein, was auch immer dein Zeichen ist. Bitte das Universum, dir deine Frage mit einem ganz klaren Zeichen zu beantworten, das du dann auch erkennst. Und wenn du das Zeichen bekommst, dann vertrau dem, was es für dich eben bedeutet. Und wenn es eben bedeutet, dass du für diese Beziehung etwas tun musst, dass du daran arbeiten sollst, dass du bitte vorwärts gehen sollst und dafür in Anführungszeichen kämpfen, dann findest du auch unten in der Infobox einmal den Link zu meinem Kalender und kannst dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch bewerben. Wir gehen jetzt also mal davon aus, dass alle, die unschlüssig waren, vielleicht ein Zeichen bekommen haben, vielleicht auch kein Zeichen, dann ist es auch ein Zeichen, dann heißt es eben einfach nichts machen, einfach da stehen bleiben, wo du gerade stehst und das auch zu akzeptieren, das gehört auch dazu. Aber wir gehen mal davon aus, du hast ein Zeichen bekommen und du weißt, du willst vorwärts gehen, du weißt schon aus anderen Lebensbereichen, dass du dafür eben einfach bestimmte Dinge tun musst, dass du dich weiterentwickeln musst, dass es auch Spaß machen kann, dass es ein guter Weg sein kann, dass es dich einfach vorwärts bringt. Eins kann ich dir versprechen, wenn du den Weg gehst, um deinen bindungsängstlichen Herzensmenschen zurückzugewinnen, dann führt dich dieser Weg nach innen. Wenn ihr mich fragt, ist der Weg in die Beziehung zu einem anderen Menschen im Außen eben der Weg in die Beziehung zu Aspekten in uns, die wir vielleicht bisher nicht angeguckt haben, die wir verdrängt haben, die uns irgendwie aktuell noch im Weg stehen. Was genau da im Weg ist, das finden wir im Zweifel im Coaching aus, aber das sind oft Themen wie Verlustangst, das sind oft Themen wie ein geringes Selbstbewusstsein, geringe Selbstliebe, geringe Standards, das sind oft Themen wie fehlende Kommunikationsfähigkeit, das sind oft Themen aus der Kindheit, klar, das sind oft Dinge, die unsere Eltern schon nicht gut gekonnt haben und eben diese Themen zu meistern, Schritt für Schritt, Aufgabe für Aufgabe. Das ist der eigentliche Weg, den wir alle gehen müssen, um in die erfüllende Beziehung zu kommen, die wir uns so sehr wünschen. Das passiert oft an erster Stelle ganz leise nur in uns. Als dein Coach wäre ich dann an der Stelle natürlich dabei und würde dich dabei begleiten. Aber davon sieht der andere im Zweifel erstmal nichts oder wenig. Sei es jetzt, dass ihr gerade keinen Kontakt habt oder sei es jetzt, dass es wirklich für dich erstmal darum geht, dein eigenes Muster zu verstehen, deine eigenen Hürden zu erkennen, erstmal wirklich rauszufinden, warum machst du dir das Leben aktuell an der einen oder anderen Stelle so schwer, dass du immer wieder über deinen eigenen Fuß stolperst. Diese
Stolpersteine in dir erstmal zu erkennen und aus dem Weg zu räumen. Das ist der erste Teil. Und der Teil, wie gesagt, der ist für die andere Seite oft am Anfang zumindest nicht so deutlich und nicht so klar. Und trotzdem räumst du damit eben Stück für Stück all das aus dem Weg, was noch zwischen euch steht. Du wirst, umso besser du darin wirst, sehen, dass die Kommunikation einfacher wird, dass du entspannter bist, dass du eben nicht mehr in Selbstzweifel verfällst, dass du klarer bist mit dem, was du dir eigentlich wünschst, dass du erreichst, was du in Wirklichkeit möchtest. All das eben, weil du etwas dafür getan hast, für dich persönlich vorwärts zu kommen. Da ist keine Zauberei dabei, wir manipulieren nicht den anderen. Es geht wirklich darum, für dich selbst zu erkennen, wo kommst du im Moment nicht weiter? Was genau gefährdet die Beziehung oder hat die Beziehung gefährdet? Und dann verändern wir das. Dann arbeiten wir daran, dass das eben nicht mehr passiert, dass dich das nicht mehr auffällt. Das ist Schritt für Schritt der Weg in die Beziehung. Natürlich geht es an der einen oder anderen Stelle auch darum, was kannst du schreiben, wie meldest du dich, wie gehst du mit bestimmten Situationen um. Auf jeden Fall geht es auch darum. Aber die eigentliche Arbeit, die muss eben nicht dein Partner tun, zumindest nach dem Verständnis, was ich aufgebaut habe, nach dem, wie ich die Welt sehe, geht es für jeden von uns um die Persönlichkeitsentwicklung. Es geht für jeden von uns darum, vorwärts zu kommen und die eigenen Verletzungen, die eigenen Hürden, die eigenen Bereiche in uns, mit denen wir nicht in Beziehung sind, die wir uns noch nicht angeguckt haben und die aber trotzdem unser Leben beeinflussen, die nach und nach abzubauen, aufzuräumen, aus dem Weg zu räumen. Das ist die Arbeit, die es braucht. Und das hört nie auf. Das hört auch nicht auf, wenn du dann in der Beziehung bist. Ich arbeite mit vielen Coaching-Kunden schon sehr, sehr lange mittlerweile und die wissen, es geht immer weiter. Die wissen, die Ebenen verändern sich. Am Anfang ist das vielleicht ganz viel, sind das ganz große Themen, die wir zusammen aus dem Weg räumen müssen. Und nach hinten raus wird es dann immer weniger. Es wird dann leichter, es wird dann einfacher. Das ist dann nur mal hier noch ein bisschen was verändern oder da nochmal einen anderen Input und hier nochmal anders drauf gucken und da nochmal eine neue Technik oder ein neues Tool. Das wird mit der Zeit leichter und vor allem, was es dir natürlich an die Hand gibt, wenn du dich für diesen Weg der Entwicklung für dich auch entscheidest, die Gewissheit darüber, dass du mit jeder schwierigen Situation in deinem Leben, sei es jetzt in der Beziehung, als auch im Berufsleben oder in einem Familienbereich, gut umgehen kannst, dass du aus allem, was dir begegnet, egal wie schwer, wie schmerzhaft, wie negativ, etwas Positives für dich entstehen lassen kannst, indem du eben in die Entwicklung kommst, basierend auf dem, was dir das Leben da gerade präsentiert. Ich habe das Gefühl, dass es genau das ist, warum wir hier sind. Das ist genau der Grund für uns, warum wir hier leben, warum wir diese Erfahrungen als Menschen machen. Und ich glaube auch daran, dass sehr viele von euch da draußen ein Zeichen bekommen werden, dafür in die Entwicklung zu gehen, weil es eben im Kern das ist, worum es für uns im Leben geht. Und ich bin da fest von überzeugt, ich bin unglaublich begeistert, dass ich so viele von euch dabei unterstützen kann, in die Beziehung zu kommen, in die Liebe zu kommen. Ich glaube ganz fest an Liebe, das ist für mich die größte Power und eigentlich auch die Quintessenz dessen, woraus wir bestehen, woraus unsere Welt gemacht ist. Die Frequenz der Liebe ist, wenn ihr mich fragt, das, was das alles hier zusammenhält. Und euch dabei zu unterstützen, da eben hinzukommen, dem näher zu kommen, macht mich unglaublich glücklich. Aber genauso kenne ich auch Leute, die kommen in diese Entwicklung eben aufgrund von einer Krankheit, aufgrund eines Jobverlustes, aufgrund von schwierigen Umständen im Leben. Aber eben diese können und sollen, wenn ihr mich fragt, eben diese Persönlichkeitsentwicklung, diese Veränderung, dieses Wachstum vorantreiben. Und die Motivation dafür, zumindest war es bei mir, die kommt eben nur dann, wenn wir aktuell genug Schmerz erleben, wenn es aktuell wirklich hart für uns ist und wenn aber das Ziel oder die Vision unseres Lebens ein helleres ist, eine bessere ist, wenn wir uns zusammen sehen mit dem Partner und wissen, um da hinzukommen, gibt es einfach 3, 4, 5, 10 Schritte, die ich gehen muss.
Und wenn das aber die Vision ist, an der ich festhalten will, dann gehe ich diese Schritte, egal was es kostet, egal was ich dafür tun muss, egal wie hart das ist. Alles andere, also zu erwarten, dahin zu kommen, ohne in die Entwicklung zu kommen, ohne was zu verändern, ohne sich zu entwickeln, ist, wenn ihr mich fragt, eine Illusion. Schon Albert Einstein hat gesagt, es ist verrückt, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis dabei zu erwarten. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch alles, alles, alles Gute. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr für ein Zeichen bekommen habt vom Universum. Und dann freue ich mich natürlich auf eure Bewerbung und sage bis dann. Tschüss.